Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ihr wisst bereits wahrscheinlich, wo ich sitze. Ihr kennt es schon aus den vorigen Videos. Wir sind jetzt quasi bei der, in Anführungszeichen, zweiten Behandlung, die jetzt für meine Wettkampfvorbereitung gilt. Ihr habt das letzte Video gesehen. Da stand ich ungefähr 11 Wochen vor Wettkampf und jetzt bin ich wieder hier und jetzt ist 8 Wochen vor Wettkampf. Wahrscheinlich, wenn das Video online geht, bin ich noch 7 Wochen oder sowas vor Wettkampf. Also ungefähr auch später wird es online gehen. Ja, die Leute, die sich dafür interessieren, werden wahrscheinlich eh den vorherigen Verlauf schon gesehen haben. Wir haben auf jeden Fall am Schiefstand gearbeitet und deutlich verbessert bekommen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir heute? Ja, müssen wir das jetzt natürlich erstmal anschauen. Ja. Dann haben wir ja mal vorgenommen, nochmal zu gucken, deine Organe nochmal durchzuchecken. Magen, Leber, für ja. Diese Spannung da rausnehmen, weil du an deinem Vakuum ein bisschen arbeiten willst auch und wieder quasi Platz schaffen und ein bisschen Spannung rausnehmen wollen. Und dann wollten wir nochmal Beine bzw. Becken uns nochmal anschauen, ob da nicht nochmal irgendwie ein Schiefstand auch nochmal irgendwie daherkommt, das, was die Schultern dann nochmal stört. Das waren ja die Punkte, die wir uns vom letzten Mal mitgenommen haben. Je nachdem, wie es jetzt halt aussieht. Ja. Das heißt, je nachdem, wie schief du jetzt stehst und wenn. Also, es ist deutlich besser geworden in den Posen, aber es ist auf jeden Fall noch was zu verbessern. Ausbaufähig. Okay. Ja, das ist klar. Das sind jetzt 2 Wochen, wäre ja ein Traum, wenn es so super funktioniert. Aber wenn du das schon so deutlich siehst, dann ist das auch schon mal sehr, sehr gut. Ich meine, du hast ja auch selbst dann nochmal die Übungen gemacht. Ne? Genau, die Rotationsübungen, damit ihr Bescheid wisst. Ich weiß ja, haben wir, glaube ich, auch ein Video gemacht, oder? Mhm. Ja. Ja, dann wissen die Leute Bescheid. Das habe ich quasi gemacht, mich immer zur linken Seite eingedreht. Jeden Tag, dreimal täglich quasi, bis nichts mehr geht. Generell noch viel gedehnt, ne? Hüftbeuger gedehnt, unteren Rücken gedehnt, Beinbeuger. Also eigentlich den kompletten Körper haben wir ganz gedehnt. So zumindest 2 bis 3 Mal die Woche bestimmt ausgiebig. Ne? Gut. Also habe ich auch geschröpft, blutig geschröpft. Blutig geschröpft, das habe ich sogar verfolgt, ja. Sah gut aus. Das ist, das habt ihr nicht gesehen, das blutig geschröpft. Und vielleicht machen wir das irgendwann auch mal aufs Video für die Leute. Das kannst du gerne machen, ja. Also es ist da ziemlich das war schon interessant wieder, aus. Es war sehr schmerzhaft, muss ich sagen. Ja. Also nicht unbedingt das Blutige, sondern generell das Schröpfen. Ne? Mhm. Das Aufmachen ist nicht das Schlimme. Ja. Das war ja, das Erleichtern. Der Zug dann an der Wunde sozusagen ist dran. Ne? Das ist klar. Ja, aber der, kann ich mir vorstellen, dass du dadurch auch noch ein bisschen Entlastung einfach auf das System bekommst. Die Befürchtung haben wir halt gehabt, ne? Genau. Die Vermutung. Ne? Ja, sehr gut. Vor allem auf dem Brustbein, aber dieses das Bautschalt-Tiergerät da drauf, das war eklig für dich. Ja, aber hier ist der Großen da, ne? Der Knochen ist auch, ne? Ja, ja, genau. Das war eklig. Da ist Haut dünn und so, ja. Da kann ich mir das vorstellen, dass das, das Ding da so drauf geht, dann wie so eine Platz. Die Stellen war dann einfach sehr unangenehm, ne? Auch hier wieder auf dem Rippenbogen und sowas. Ja, ja, genau. Oder links. Das ist halt dünne Haut, das ist nicht viel Puffer und so, und ist der Knochen dann auch schneller gereizt, ist klar. Ja, aber hat seinen Nutzen, ne? So auch. Und ich hoffe, dass das jetzt nachhaltiger ist jetzt und wir dann vielleicht auch nochmal ganz anders an die Organe rankommen, was wir ja die letzten Male immer sehr intensiv gemacht haben. Kann man sagen, wie oft man sowas machen sollte, den blutig schröpfen? Oder gibt es sowas, wo man sowas auch kann? Ist von Fall zu Fall immer unterschiedlich und man muss dann halt den Verlauf kontrollieren. Ja. Also es gibt so Methoden, wo man dann die Haut untersucht und das Gewebe abtastet, ob das überhaupt nötig ist jetzt gerade oder an dieser Stelle auch nötig ist oder an einer anderen Stelle vielleicht noch. Und halt dann beim Schröpfen selbst. Ne? Und man schröpft ja immer erstmal trocken, dann sticht man ja ein quasi und wenn es aber hell ist, die Stelle, und nicht so dunkel ist, dann brauchst du da auch nicht blutig schröpfen. Ja. Also das dann währenddessen so eine Kontrolle mal, aber auch so ein Verlauf dann mit der Zeit, wenn du das regelmäßig Abstand machst, alle 2 oder 3 Wochen, dann einfach auch nochmal kontrollieren quasi, wenn was rauskommt, wie viel kommt raus, wie sieht die Qualität, wie ist die Qualität von dem Blut, wie sieht das aus? Ist es heller, ist es weicher, ist es klumpig? Klumpig. Klumpig und dunkel. Genau, klumpig heißt abgestandenes Blut. Also das da ganz schlimm war das klumpige Blut an der Brust und einmal hier an der Schulter und einmal da unten am Latissimus. Das war so klumpig. Das war so klumpig. Ja, das hat schon erst gedacht, dass er was verletzt hätte. Ne? Ich sage, tut auch nichts weh, halt, weil es so eklig schon aussah, so richtig dunkel. Ja, da hast du vielleicht mal früher irgendwie, ne? Das ist ja dann immer bei so Muskelverletzungen oder sowas, alte Einblutungen von der Muskulatur. Ich habe gedacht, ich habe wirklich, es hat sich so angefühlt, als hätte ich da. Das hört sich jetzt total dumm an. Ich weiß auch, dass das nicht war, als hätte ich Thrombosen rausgezogen. Ja. So vom Gefühl her, weil das also so dickklumpig war. Rausgezogen. Kann schon sein. Also das ist halt, das ist so,
Das ist abgelagertes Blut, ja, ja, ich weiß, was im Gewebe von der Leber quasi was nicht mehr abtransportiert wird, weil es halt schon zu dick ist. Ne, das würde das, also das ist ja das, würde das, das ist quasi wie eine Thrombose, also wie so ein Thrombus, aber erst entstanden, als es im Gewebe war, jetzt nicht in der Blutbahn. Ne, das heißt, es war aber zu schwer für den Körper und der Körper schickt es dann. Also es war perfekt, das rauszuziehen, rein theoretisch, ja? Genau. Aber das, also ich kenne das auch aus der Theorie, aber das dann zu fühlen oder zu sehen, das war kurz echt erschreckend, sag ich dir ganz ehrlich. Ich habe erst so gedacht, oh mein Gott. Kann ich mir vorstellen. Aber man kann eigentlich fast nichts falsch machen, es sei außer zu festziehen. Okay. Das sieht sehr gut aus. Sehr interessant. Ich will jetzt hier diese Linie mir, wenn ich diese die Folge, was ich das letzte Mal auch gemacht habe, ne? Das ist eigentlich echt ziemlich gut. Was du jetzt noch hast, ist so eine Rotation hier. Das merkt man hier das an dieser. Das merke ich. Ich habe hier übrigens auch irgendwas, hat sich wieder verdreht, so ein bisschen auf der rechten Seite, was hier so ein bisschen reinzieht, als ob irgendwas in der Matrix reicht. Ja, das sieht man, ne? Wenn du hier halt reinschaust, da ist so wie so ein Strang und der ist hier halt nicht so. Das heißt, die Rotation, ne, wenn du hier mal rotierst. Da ist anders als hier. Ja. Ja, ne? Das heißt, die. Das habe ich gerade schon mal Autofahren gemerkt. Das hat mich die ganze Zeit irgendwie so runtergezogen. Da, also so. Ja. Aber an sich ist jetzt kein. Ne, wenn du mal gerade machst, wenn du mir die Ohren anguckst, das ist kaum ein Unterschied jetzt hier von der Höhe. Ja. Das ist jetzt wegen der Rotation, wenn du ein bisschen mal den Kopf nach so drehst, ne, dann ist es eigentlich ziemlich gut. Was halt immer noch ist, ist, dass der Trapezius natürlich ein bisschen ausgeprägter ist als der. Ja. Weil du jetzt all die Jahre einfach auch anders trainiert hast. Ne? Ja. Aber das sieht so an sich jetzt von der Höhe jetzt in der Schultern, wenn man sich jetzt die Schultern hier anschaut, sieht das ziemlich gut. Ja, ziemlich gut aus. Und da haben wir auch nochmal einen Unterschied. Aber das ist weich. Naja. Ne? Also das war die letzten Male steinhart. Das stimmt. Das ist ganz anders, eine ganz andere Konsistenz jetzt hier. Aber es ist immer noch natürlich geschwollener, wie hier auch, ne? Weil du halt einfach diese Schieflage hattest und dann einfach einen ganz anderen Trainingsstand hast. Ja. Was jetzt hier ein bisschen auffällt, du kannst hier die Hose ein bisschen mehr runterziehen, ist halt hier die Hüfte. Ne, da sieht man schon, das sind ja die gleichen Punkte, dass das ein bisschen tiefer ist links als rechts. Hm. Ne, und dadurch hier auch. Das wirkt, als wenn der Latissimus tiefer ansetzt, weil hier die Hüfte Sinn, höher deswegen steht. Macht es auch Sinn, wo du das sagst, wenn das hier tiefer ansetzt, dass ich das linke Bein immer zuerst spüre. Ja? Genau, zum weil das halt, genau. Das, ne, das natürlich zuerst da müssen wir dann nochmal gucken. Das wollten wir uns ja eben nochmal anschauen. Ne? Ja. Und das passt auch sehr, sehr gut, weil wir jetzt hier oben relativ gerade sind und hier unten jetzt stabilisieren können. Ja. Von den Beinen hast du halt einen schönen Pinguinstand. Okay. Hast beide Seiten schön nach außen gedreht, links ein bisschen mehr als rechts. Aber das haben wir jetzt extra gemacht eigentlich. Ja, aber das ist entspannt, weil es entspannt ist, ne? Ja, eben. Genau, ja. Deswegen, aber das ist dein Gewicht von, also dein Gewicht von der Hüfte, deine Stellung von der Hüfte, da zwingt dich ein bisschen entspannt so zu stehen. Ja. Normalerweise müsstest du entspannt dann halt so stehen, so wie du jetzt bist. Okay. Also nicht ganz gerade, der Körper dreht so ein bisschen leicht nach außen und dann Nullstellung in der Anatomie ist leicht nach außen gedreht, so 10 Grad. Ja. Bei dir war das jetzt deutlich mehr. Ja. Und links noch ein bisschen mehr, das würde hier für eine Hüftdrehung links widersprechen. Ne? Das heißt, ich würde tatsächlich mir die linke Hüfte angucken gleich. So als Vermutung. Machen wir gleich nochmal einen Test. Aber würde ich jetzt nochmal so machen, wenn ich jetzt mal von der Seite schaue. Da stehst du gerade auch. Also ob du dich daran erinnern kannst, beim vorletzten Mal. Wo wir dann diese Linie gezogen haben, Ohr, Schulter, Hüfte, Kinn. Ja. Ne? Die sieht ziemlich gut aus. Das Einzige, was ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist immer noch die Schulter. Ja. Ne? Wenn du hier das Ohr ziehst, dann ist die weiter vorne von der Schulter. Die Schulter ist. Das merke ich auch mit Pose. Das sagst du, wenn das immer Schneepose macht, dass eine Schulter dann immer wirklich, dass sie verschieden abstehen. Ne? Mhm. Ja. Ja, das also jetzt auf der Seite fällt es hier auf, dass die einfach nicht auf der Linie vom Ohr ist. Ja. Aber alles andere, Hüfte, Knie, Fuß. Auf der Linie vom Ohr ist. Das heißt, die Schulter steht ein bisschen weiter. Das heißt, hier hast du auch noch ein bisschen wahrscheinlich vom Magen. Ja. Ne, wenn du sagst, du hast da jetzt auch so ein bisschen diese Beschwerden, dann diese Speiseröhre, das macht dich so ein bisschen in Zug. Könnten wir nochmal auch gleich checken. Lass schon mal gerade nochmal die Hüfte checken, bitte. Ja.
Da will ich einmal hier. Ja, das steht schon ein bisschen höher hier. Linke Fortsatz hier. Beug dich mal leicht nach vorne, bitte. Nee, Knie gerade, aber nach dem Oberkörper nach vorne beugen. Achso. Ja. Pass auf, dass er nicht furzt. Dreh vor. Dreh vor. Soll sich bücken. Ja. Also die geht nicht so gut mit irgendwie gerade. Geh nochmal hoch, bitte. Geh nochmal hoch, ganz hoch. Ganz entspannt die Knie mal lassen und mal nach vorne. Guck mal, ein Stück zurück erstmal, dass du nicht mit dem Stuhl knallst. Und jetzt mal nach vorne beugen, bitte. Nach unten beugen. Wie als würdest du stehen wollen, nach unten. Ja. Okay. Siehst du, das hier geht viel schneller. Ja, das habe ich auch mal das Gefühl, dass es eigentlich das geht mitzieht. Schneller. Ja. Okay. Beug mal die Knie, bitte. Und nochmal vorbeugen. Zu heben, aber mit gebeugten Knie. Na, jetzt ist gleich. Ah ja, cool. Schön. Wir haben ja jetzt die Knie quasi ausgeschaltet, dann die Spannung der Hamstrings und der Waden ein bisschen ausgeschaltet, was hier so ein Thema ist. Das heißt, die Spannung hier ist weg auf beiden Seiten und die sind jetzt beide gleich nach vorne gelaufen. Okay. Das heißt, es ist nicht die linke Seite, die das Problem ist und zu schnell nach vorne läuft, sondern es ist die rechte Hüfte, die hinten hängt. Weil wir hier die Spannung rausgenommen haben. Ja. Ne, wir haben hier die Spannung rausgenommen und dann lief die mit. Die Hüfte. Und so wird die hier gehalten hinten und kann nur schwer nach vorne. Okay. Das heißt, die Hüfte schauen wir uns nochmal an. Setz dich aber nochmal bitte hierher. Ja. So, jetzt sind die Beine komplett ausgeschaltet. Jetzt rolle ich mal bitte komplett ein, nach vorne. Genau, jetzt läuft's. Gleichmäßig mit, super. Nochmal hoch. Mal nach rechts neigen. So, meinst du? Oberkörper nach rechts, genau. Und nach links. Okay, das läuft gut mit. Nochmal in die Mitte, bitte. Und nochmal nach rechts. Nee, das magst du nicht. Das geht nicht hier. Vom ISG. Ja, das ist auch mein Problem mit dem ISG. Das geht gar nicht hier. Okay. Aber dadurch, dass wir im Stand den Test gemacht haben, hat das nichts mit dem Gelenk an sich zu tun, sondern mit der Spannung aus den Beinen, die hier das Becken festhält. Okay. Ja? Das heißt, kannst du dich an eine Verletzung erinnern in den Beinen? Hamstrings hinten, Wade, sonst was? Noch nie. Aus früheren Jahren, irgendwie auch Jugend oder so, eine Zerrung oder was? Hatte ich nie. Ich bin immer verschont geblieben, echt. Deswegen. Knie irgendwie ein Thema mal gehabt? Alter, das Knie? Vor einem Jahr ungefähr war dann ein paar, vielleicht mal zwei, drei Wochen doch richtiger Druck drauf, ne? So ein Schmerz. Okay. Was gezogen, aber. Aber nichts Langfristiges oder nee, also jetzt auch keine Verletzung in dem Sinne jetzt Gewebe oder Kapsel oder Meniskus oder sowas. Nein, gar nicht. Okay. Das war überhaupt das erste Mal, dass ich überhaupt mal so einen Schmerz im Knie hatte, ne? Weil, okay. Da bin ich ein bisschen. Leg dich mal auf den Bauch, bitte. Ja. So. Gucken wir uns mal die Beine an. Also ich vermute, dass es irgendwie aus den Hamstrings kommt, hier dieser Zug. Der ist auch interessanterweise etwas dicker. Ja. Als der. Also den linken spüre ich auch mal ein bisschen besser, ne? Den linken spürst du besser? Ja. Okay, als den hier? Ja. Okay. Zumindest wenn ich es beidbeinig mache, ne? Ja. Wenn ich es einbeinig mache, ist das eigentlich gleich gut. Okay. Du bist rechts schwächer als links. Ja. Ja, dann passt es ja noch weniger, weil das ist ja geschwollener hier. Hm. Ne? Komischerweise, genau, ist das ein Unterkörper so eigentlich? Ja. Ein Oberkörper genau andersrum. Ja, genau. Das war ja beim. Wie ist das? Ja. Im Vergleich. Vom Schmerzlevel her. Ob das linke ein bisschen mehr tiefer reingezogen auf der linken Seite. Okay. Und die Seite hier? Das bisschen. Oh ja, da bewegt er sich. Also er und hier. Das war fast gar nicht, glaube ich. Gar nicht, ne? Und hier nochmal auf dem Bizeps? Ja, das ist schon. Ja. Okay. Oh, das ist empfindlich auf jeden Fall. Bizeps. Die Seite auch? Oh ja. Ja. Krass, da haben die sogar mit einer reingedrückt und
genau den Bereich. Kann man gerade einmal fallen lassen, bitte? Oh. Ach du Scheiße. Das zieht immer. Also irgendwo hast du hier mal was gehabt. Also der ist halt auch echt zäh, ne? Ich glaube, dass er das auch nicht merken würde. Das kann natürlich sein. Oder Kevin, so wie du früher immer trainiert hast. Ach, schwierig. So over the top alles. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er das nicht spürt. Wenn er jetzt mal so was Kleines wäre. Das ist richtig übel. Mhm, der knubbelt's auch wieder. Oh, fuck. Hier, glück, 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 glück. Hast du das Bautscheid-Ding dabei? Zeig mir noch mal den Blick dazu. Ja. Boah, das ist eklig. Das ist jetzt ein bisschen auffällig, dass beide Bizeps von Mori so wehtun. Hast du irgendwie die Beine besonders weit ausgedreht? Bei Beinbeuger oder so? Achtest du da drauf? Machst du das bewusst irgendwie? Die sind komplett nach außen gedreht. Ja. Komplette Tutu. Selbst beim Strecker. Es ist so abnormal. Der hat so richtige also Charlie Chaplin-Füße. Extremst, ja. Okay. Aber nicht so, dass ich einen festen Schatten fühle, ne? Ja. Ja, ja, klar. Okay, dann wird es aber auch passen hier, weil der ist extrem verkürzt, ne? Der ist extrem verkürzt. Das heißt, da hast du dadurch, dass der ja so verläuft, ne? So. Und der ist dann verkürzt und dreht, macht er auch so ein bisschen eine Außenrotation, ganz wenig macht er aber auch. Das heißt, das würde deine entspanntere Haltung vielleicht im Stand erklären, ne? Wo du ein bisschen außenrotiert einfach stehen magst und nicht so fast gerade. Und hier unten noch der innerer Bauch. Mhm. Gucken wir mal nach dem hier. Das geht, oder? Ja. Alter, war es doch nicht früher. Okay. Oh, da. Ich war immer noch Klappen unten. Alles gut. Hast es geschafft. Ja, aber diese Spannung vom Semitendinosus-Sehne hier, die ist nach wie vor. Ja, die ist irgendwie jetzt präsenter als vorhin. Müssen wir gleich mal testen. Was ich jetzt noch mal testen will gleich, ist das hier. Und dann gleich im Vorlauf nochmal, im Stehen nochmal testen, ob wir das schon mal verändert haben. Oh Gott, das ist wieder so. Ja, das ist wieder die Sehne, ne? Die Ansatzsehne hier. Oh. Welche Ansatzsehne ist das? Vom Bizeps. Hm? Oh, wenn da die Teil. Also Ursprungssehne, ne? Das ist so übel. Mhm. Oh Gott. Scheiße. Killerst du ihm am Popo? Oh. Nö. Oh, das ist so schmerzhaft, ne? Ja. Die ist auch ziemlich dick. Also da war wohl mal irgendwie eine Verletzung. Echt? Ja. Weil die sehr derbe ist. Die ist nicht so entspannt. Aber wie kommt das? Man kann das nicht mehr drücken. Das nicht mehr. Vielleicht hast du es nur als Muskelkater abgetan, aber das war ein bisschen mehr. Das kann auch sein, ja. Ja, das ist ja manchmal nur ein schmaler Grat, der Unterschied.